Wir schauen uns im heutigen Video meine Bitcoin-Scalping-Strategie an. Warum das Ganze nur für mich im Bitcoin-Chart funktioniert, wie ich die Scalping-Strategie zusammengestellt habe, was dazu bei beachten ist und wie ich das Ganze trade, all das im heutigen Video. Ich würde sagen, starten wir rein nach dem Intro. Starten wir direkt rein in die Trading-Strategie. Und bevor ich dir das Ganze zeige, ich trade das Ganze hier auf BitGet. Ich habe hier noch einen Test-Account gemacht, damit wir das Ganze gleich nochmal live traden können, damit ich dir alle meine Gedanken zu meiner Trading-Strategie dazu nochmal verraten kann. Wenn du ebenfalls auf BitGet traden möchtest, habe ich dir unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar noch einen Link dargelassen. Dort bekommst du nur noch heute, dementsprechend schnell sein, wer das Video jetzt am Sonntag sieht, nochmal einen Anteil am 3.500 US-Dollar Premium-Bonus, den kannst du bekommen, indem du dich erstens über meinen Link registrierst, dann bekommst du 5 USDT Trading-Bonus, du kannst eine erste Einzahlung bzw. einen ersten Trade über 100 Dollar handeln, dann bekommst du weitere 20 USDT Trading-Bonus und die erste Fiat-Einzahlung über 100 Dollar wird ebenfalls nochmal mit 10 USDT belohnt, das heißt, nimm gerne daran teil, insgesamt 35 USDT Bonus plus 5.005 Dollar extra BitGet-Bonus, die du bei bestimmten Konditionen kriegen kannst. Und jetzt schauen wir uns den Bitcoin-Kurs an. Warum nutze ich Bitcoin? Bitcoin ist der Vorreiter aller Assets, wenn es um Kryptowährungen geht. Bitcoin entscheidet, wohin und wie stark sich der Markt bewegt. Das heißt, wenn wir beispielsweise ein Litecoin, diese Strategie anwenden, die ich dir gleich erkläre, dann kann es sein, dass der Litecoin ein Signal ausspuckt, obwohl der Bitcoin einen ganz anderen Move macht und dementsprechend der Litecoin signifikant nachziehen wird. Deshalb nutzen wir Bitcoin in dieser Strategie, weil Bitcoin der First Mover ist. Diese Strategie ist eine Scalping-Strategie, das heißt, wir nutzen den 1-Minuten-Timeframe. Hier oben kannst du den Time einstellen und hier nutzen wir eine Minute. Das Ganze können wir ebenfalls zu Favoriten hinzufügen, falls wir das möchten. Was wir als nächstes brauchen, ist einen Hebel. Und den Hebel, dadurch, dass wir sehr, sehr kleine Kursschwankungen ausnutzen wollen und sonst, falls wir keinen Hebel nutzen, nur wenig Profite machen können, brauchen wir einen Hebel und den müssen wir bei isoliert auf 100 stellen. Passt dabei auf, dass ihr nicht zu viel von eurem Depot benutzt, wenn ihr diese Trading-Strategie nutzt. Ich nutze maximal 0,3% meines insgesamten Depots, weil sonst, falls ihr mal ein paar Trades zu viel negativen schließt, sonst euer Depot auffressen kann. Dementsprechend diese Trading-Strategie sehr vorsichtig benutzen. Wann nutze ich die Trading-Strategie generell sehr, sehr gerne? Wenn Bitcoin sich in einer Seitwärtsphase befindet. Und wie wir gerade sehen, befindet sich der Bitcoin gerade in einer Seitwärtsphase. Das heißt, wir haben keinen starken Trend, der hier extrem, extrem stark weitergeführt ist. Wir bewegen uns nämlich gerade ein wenig seitwärts. Auch hier hatten wir eine solche Seitwärtsphase, auch hier hatten wir eine solche Seitwärtsphase. Solche Seitwärtsphasen sind extrem, extrem schön, da wir dort leider keine großen Trades aufsetzen können, erst nachdem wir irgendwohin ausgebrochen sind oder nachdem wir eine unserer großen Signale wieder beachtet haben. Deshalb können wir gerade in solchen Seitwärtsphasen extrem gut Scalping-Trades machen. Und deswegen gehen wir auf dem 1-Minuten-Frame und auf dem 1-Minuten-Frame nutze ich diese Scalping-Strategie. Was brauchen wir für diese Scalping-Strategie? Wir brauchen zwei Indikatoren. Zum einen brauchen wir die Bollinger Bänder, einfach auf Indikatoren und dann Bollinger Bands. Diese können wir auf Standardeinstellungen belassen. Als zweites brauchen wir den RSI, auch diesen brauchen wir. Was ist nämlich die Theorie hinter dieser Scalping-Strategie? Auf dem 1-Minuten-Frame können wir nicht wissen, wohin der Kurs sich bewegt. Das Einzige, was wir immer wissen, ist, dass der Kurs sich immer einem Durchschnitts- und Mittelwert wieder zurückbewegt. Das heißt, wenn wir sehr, sehr stark nach oben oder nach unten hin ausschlagen, ist es zwangsweise der Fall, dass wir immer wieder zu einem Mittelwert zurückkommen. Das heißt, wenn wir extrem überkauft sind, ist es zwangsweise wieder nötig, dass wir in diesen mittleren Bereich reinkommen. Und wenn wir extrem überverkauft sind, ist es ebenfalls zwangsweise, dass wir wieder in diesen mittleren Bereich reinkommen. Dementsprechend ist eine Synergie aus Bollinger Bänder und RSI extrem, extrem interessant. Und die Strategie besagt das Ganze, das heißt, wenn wir überkauft sind, bedeutet überhalb der 70er Marke, oder wenn wir überverkauft sind, unterhalb der 30er Marke, dann starten wir einen Trade, sofern wir eine Schlusskurskerze außerhalb unserer Bollinger Bänder sehen. Und das Ganze können wir uns gerne mal in der Vergangenheit einfach anschauen. Hier war das Ganze beispielsweise so, dass wir hier überverkauft waren,
Wir sehen hier ganz, ganz klar, im RSI waren wir überverkauft und wir sind außerhalb der Bollinger Bänder geschlossen. Solche Situationen wollen wir nutzen, um dann eine Long-Position zu starten. Es gibt aber auch Situationen, wo wir beispielsweise wie hier überhalb der Bollinger Bänder schließen und überkauft sind. Dann wollen wir eine Short-Position starten und das Ganze shorten und zu unseren Gunsten nutzen. Das heißt, wir brauchen zwei Regeln. Wir wollen überverkauft sein oder überkauft und wir wollen außerhalb der Bollinger Bänder schließen. Das sind unsere Einstiegsregeln. Das heißt, wenn das der Fall ist, dann starten wir eine Position. Wie starten wir diese Position? Ganz, ganz simpel. Wir wollen Long oder Short traden. Falls wir in diesem Szenario beispielsweise nach dieser roten Kerze hier, dafür zoome ich nochmal ran. Also wie gesagt, wir schließen hier unterhalb der Bollinger Bänder. Wir sind überverkauft im RSI, da wir hier an den 30 knacken. Und dann starten wir eine Long-Position. Das heißt, wenn diese Kerze geschlossen ist, starten wir eine Long-Position zu dem Zeitpunkt bis zu unserem orangenen Bollinger Bänderband. Warum? Weil das wie dieser Mittelwert ist. Ja, die Bollinger Bänder, dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht, wie dieser sich ebenfalls auch berechnen lässt. Das heißt, da geht es um Mittelwerte bzw. äußere Schwankungswerte und Durchschnittswerte. Und was wir jetzt machen, ist unseren Stop-Loss in einem 1:1 Verhältnis anordnen. Jetzt sieht das Ganze so aus, als wenn wir kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis haben. Du musst aber verstehen, dass 95% der Zeit wir uns innerhalb der Bollinger Bänder befinden. Bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch weiter fallen unter diese Bollinger Bänder, ist relativ gering. Deshalb können wir eine 1:1er Chancen-Risiko-Verhältnis-Taktik fahren. Was wir jetzt ebenfalls machen ist, wir nehmen unseren Take-Profit dort, wo wir das erste Mal unsere orangene Linie wieder antesten. Das heißt, unser Take-Profit wäre dort gewesen, hier, wo unsere orangene Linie getroffen wurde. Da war unser Take-Profit. Und jetzt, wie ihr seht, haben wir schon keine 1:1 Trading-Strategie mehr. Das heißt, wir haben hier keine 1:1 Risk-Reward-Ratio mehr. Was wir machen müssen, ist also, wenn wir diesen Trade gestartet haben, immer wieder unseren Stop-Loss nachziehen und damit wir wieder eine 1:1 Chancen-Risiko-Verhältnis haben. Und wie ihr seht, jetzt haben wir wieder ein 1:1er Chancen-Risiko-Verhältnis und jetzt haben wir wieder einen guten Stop-Loss und einen guten Take-Profit und der Trade wäre hier definitiv gut für uns gelaufen. Und das ist unsere Trading-Strategie. Viel mehr müssen wir nicht beachten. Wir müssen gutes Risikomanagement haben, wir müssen unseren Stop-Loss nachziehen, nachdem wir unseren Trade gestartet haben und wir müssen unsere Einstiegsregeln beachten. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, wir schauen uns hier auf unserem Test-Account den Chart an und wir suchen jetzt nach Einstiegspositionen, wo wir entweder überkauft sind oder überverkauft sind und gleichzeitig unterhalb unserer Bollinger Bänder oder überhalb unserer Bollinger Bänder eine 1-Minuten-Kerze geschlossen haben. Ja, wie wir sehen, sind wir hier schon im ersten Trade. Wir sind hier überkauft im RSI und haben hier eine Short-Position eröffnet, da unsere Kerze überhalb der Bollinger Bänder geschlossen hat. Das Price-Target liegt auf der gelben Linie bzw. orangenen Linie und wie wir sehen, ziehe ich dann den Take-Profit und den Stop-Loss nach. Wie wir hier sehen, da unser orangenes Band nach oben hin natürlich mitläuft, desto höher der Preis ist und hier laufen wir dann schon in unseren Take-Profit rein. Dann sind wir hier im nächsten Trade und auch hier sind wir wieder überverkauft. Das heißt, wir sind hier außerhalb unserer Bollinger Bänder geschlossen. Wir gehen in eine Long-Position ein, der RSI ist überverkauft. Hier seht ihr auch wieder, wie ich hier meinen Stop-Loss gerade nachgezogen habe, da mein Take-Profit weiter nach unten gesetzt wurde. Und wie wir schön sehen, braucht es ein wenig Zeit. Das heißt, wir brauchen hier ein paar Minuten, wie der Trade weiterläuft. Wir ziehen hier immer weiter den Take-Profit. Sofern wir hier unterhalb unserer orangenen Linie sind, muss der Take-Profit natürlich weiter immer nach unten angezogen werden. Dann muss auch der Stop-Loss nach oben hin angezogen werden. Dann sind wir hier im nächsten Trade drin. Auch hier wieder eine Short-Position. Wir sind hier ganz, ganz klar überkauft im RSI, haben überhalb der Bollinger Bänder geschlossen und wir schauen mal, was passiert. Wir laufen hier immer weiter in Richtung meines Stop-Loss und werden dann auch schon ausgestoppt. Nächster Trade, hier sind wir short gegangen, auch wenn unsere Kondition nicht gepasst hat, oben mit den Bollinger Bändern. Das war ein einzelner Short-Trade, den ich hier genommen habe. Auch der ist sehr, sehr gut verlaufen. Schön wieder in die Bollinger Bänder rein. Und dann sind wir hier schon wieder im nächsten Short-Trade. Das heißt, hier ist der Kurs massiv gepumpt. Diesen Pump musste ich einfach mitnehmen. Wir haben zwar keine Schlusskurskerze, also wir hatten eine Schlusskurskerze, aber ich habe den Einstieg schon früher besser befunden und dann konnte ich nicht anders, als hier den Trade mitzunehmen. Take Profit, seht ihr, ist schon ein wenig höher als die Bollinger Bänderband, das mittlere, da ich einfach antizipiere, dass wir so weit drüber sind und der Kurs
beziehungsweise das Band halt nachlaufen wird, dass wir dort dann in unseren Take-Profit reinlaufen. Und genau das ist auch passiert. Wenn du das Ganze jetzt selber ausprobieren möchtest, vergiss nicht, über den Link zu gehen. Du kannst noch heute diese exklusive Bonusprämie mitnehmen und damit von diesem Link profitieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreib auf jeden Fall einen Kommentar zu dem Scalping-Video. Gib mir einen Like auf dem Video und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Updates rund um Bitcoin, Ethereum und andere Coins, die ebenfalls in Zukunft folgen werden, sowie weitere Trading-Strategien, wenn ihr diese sehen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.